weiter geht's. Jetzt muss ich allerdings aber einen Winning Streak machen, damit da wirklich was weitergeht. Ein Zwerg. So. Den Wild Pyromancer braucht man nicht. Wild Pyromancer ist was Schwaches zum Starten. Ich habe für einen Wild Pyromancer fast nichts. Um den frühzeitig irgendwie einzusetzen. Ich habe einen Hammer of Wrath, ich habe Solemn Vigil und das war's pretty much. Außer eben die Quality Combo. Aber ansonsten bringt es mir im Early Game quasi nichts. Klingt fast so, wie wenn er ein Reno wäre. Schauen wir mal, ob dieser Reno Warrior ist. King Defender. Okay. Vielleicht ist er eh nicht. Blue-Gill Warrior wäre es nicht gespielt, wenn ich mit dem Warlock Warleader spielen kann. Das ist natürlich einiges stärker. Schon einige Karten in der Hand. Ich glaube, ich möchte da ein bisschen Druck machen. Okay. Coin dafür. Interessant. Gut, dann haben wir die Quality Wild Pyromancer Combo da. Wie gesagt, die kennen die Decks halt nur recht wenig. Beziehungsweise weiß ich nicht, was davon viel gespielt wird und was nicht. Schauen wir mal, ob er den weghauen will. Der ist ruhig. Gorhal. Okay. Dann hört man den weg. Na, Gorhaul. Der Silverhand Recruit, der wird duell mit dir. Den schrumpfen wir mal runter.
Jetzt zwar nicht mehr recht lang machen. For justice. Was ist das so? Vielleicht hat er mich jetzt vorher wieder drauf. Welcome to the Grand Tournament, Champion. Extra. So. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was mit meinem Decktracker gerade nicht so funktioniert. Rauszuspielen. Also einen Warleader und einen Bluegill Warrior haben wir noch drin. Er hat schon wieder einiges an Armor. Zehn Karten, er hat 12 Karten. Machen wir Leon Hands. Ui, ich bin auf 10 Karten. Ah, ja gut, nächste Runde discard ich was. Aber es ist jetzt hoffentlich kein Anything Can Happen. Das wäre natürlich ein Problem. Ich hoffe kein Anything Can Happen. Bitte Leon Hands, weil ich kann ihn nicht mehr so viele Karten sehen. Ah, das war jetzt war schlecht. Ich bin mal gespannt, wann er loslegt. Der hat mittlerweile auch schon einige Karten gezogen. So, kein Anything Can Happen, bitte. Okay, das ist in Ordnung. So. Okay.
Das sollte man jetzt ein bisschen besser überlegen können, bevor ich es einfach mal so mache. Ich spiele es trotzdem mal einfach so. Versuchen meine Murlocs auszutanken. Schafft er vielleicht sogar. Eigentlich habe ich noch nicht so viel Murlocs gespürt, dass ich die safe. Also dass ich den 1-1 da jetzt sterben habe lassen müssen. Zwei Fehler. Schauen wir mal, ob der noch bleibt. So, wie viel machen die nächsten? Wenn ich es jetzt spiele, kriege ich ein Bluegill Warrior, zwei Bluegill Warrior, ein Old Merc Eye und vier Warleader. Kann natürlich sein, dass ich ein Old Merc Eye weniger habe, das wäre schlecht. Ich muss das Risiko trotzdem eingehen. 3, 6, 10. Weil wann dann kriegt er eher. Achso, da fährt man ja noch die Finkenappen. So, 3, 6, 10. Bluegill Warrior taugt mir eigentlich nicht, der reduziert nicht mehr Chance, dass ich einen Old Merc Eye krieg. Aber auf jeden Fall muss ich Karten spielen, sonst verliere ich mir eigentlich in den Händen. Er leidet jetzt wirklich schon viel Armor. Ich weiß nicht, ob er zwei Brawl spielt, aber wir werden es sehen. So. Das wird nicht reichen für ihn. Allerdings habe ich Glück gehabt mit den Murlocs. Jedenfalls auch schon mal ganz schön low. Ja, da ist leider nur ein Problem. So, kriegen wir den letzten Rest da noch weg? Ich befürchte fast nicht. Er hat auch viel Karten noch. Murloc bleibt. Ich glaube, er schafft's. Weil die vier Armor, ich weiß nicht, ob ich die wegkriegen werde. So. Ich krieg jetzt 4 Armor pro Runde, das ist ziemlich viel. Ich meine, ich muss es probieren, dass ich einfach so viel Schaden wie möglich noch reinhaue. Er hat wirklich einfach genug Armor zusammengesammelt. Leider war Anything Can Happen die letzte Karten, sonst wäre es nochmal ja. Dann hätte er nur 4 Leben gehabt. Consecration, Blue Will schaffe ich nur 6.
brauche jeden Damage und somit brauche ja jeden jedes Reinforce. Go. Je länger das es dauert, desto schlechter wird es für mich. Aber ich befürchte, er hat noch genug. Das schaut schlecht aus für mich. Er hat nur 4 Karten. Map to the Golden Monkey. Okay, das ist zumindest ziemlich. Naja, eigentlich ist wurscht. Ah, okay, er hat es gleich gekriegt. Gut. Es kann jetzt gut sein, dass das gar nicht so gut ist für ihn. Wobei, der hat leider downed. Ja, ich glaube, ich muss einfach alles raus haben, was ich krieg, was ich hab. Ich hab nicht viel Zeit, leider. Ja, immer nur 4 Karten, das ist einfach viel zu viel. 3 Karten. Ich befürchte, das geht sich nicht aus. Ah, so knapp! Ja. Okay. Stalag. Ist nicht so stark. Okay. Ja, schon ziemlich low. Nächste Runde kriege ich 6 Schaden. Er hat nur 2 Karten. Das wird sich nicht ausgehen. Nein! Wahrscheinlich nur, weil es Anything Can Happen da in den letzten 3 Karten drin war. Nächste Runde bin ich tot. Also, wenn er das nächste Mal angreift. Ja, hat er wohl geschafft. Damn me. Also gut, nice. Mit Anything Can Happen 4 Runden. Also eine Runden früher hätte es ja nicht ausgesagt. Das hätte noch funktioniert. Hackt nur mehr auf meine Minions. Er hätte jetzt einfach nur auf mich hacken müssen, aber ich. Aber war eine wirklich interessante Runde. Ah, aber mein Winstreak ist wieder weg. Na gut.
Ja, dann legen wir mal ein Minibot aus. Ja, war ein hartes Match gegen den Warrior. Jetzt hat er noch nicht so viel gespielt, unser Herr Druide. Jetzt aber. Kein Dr. Boom. Das ist doch. Na, Wildgrove hat er eh schon gespielt, ne? Passt schon. Tja. Das reicht nicht. Das ist schön. Hopp, mal um. Consecration machen sollen. Ich versuche jetzt mal zu stoppen mit dem Doomsayer. I must safeguard. Das Ganze nochmal. Ich hoffe mal, dass er mich noch nicht killen kann. 8, 10, 12. Also braucht er Innovate, um mit Force of Nature mich zu killen. Wobei, jetzt bringt er mich so low, dass er mich nächste Runde killen könnte, sofern er nicht nur einen Heal zieht. Ist auch nicht gut. Vielleicht swiped er. Gott möglich, dass er Force of Nature in der Hand hat. Aber wahrscheinlich auch falsch gespielt. So, bitte Heal. Da ist zumindest der Heal. Nur reicht's nicht, weil ich damit nur auf 13 komme. Wenn er jetzt Force of Nature hat mit einem Savage Roar, war es das schon wieder. Entweder frisch gezogen oder. Meines Deck ist nicht das schnellste. Ich glaube, ich mache zu viel Spielfehler, um damit irgendwie wirklich gut vorwärts zu kommen. Ich meine, auf Rang 9 sollte ich noch nicht so die Probleme haben mit dem, wie ich es aber habe. Das
Du hast auf Rank 5 jetzt nicht viel besser. Das ist schlecht. Watch your back. I will fight with honor. Wir spielen über meinen Schild Minibot. Den hackt er einfach nur aus dem Weg und macht mal Damage. Den muss er zumindest traden. Sofern er das will. Der einen Fang Cleave spürt, hätte er das jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, dass der Coin, oder jetzt, wenn er Fang Cleave in der Hand hätte, würde er wahrscheinlich der Coin jetzt nicht ausgeben. Und ich glaube, gegen was anderes braucht jetzt ein alter Peacekeeper nicht wirklich. Sehr. Ich zeige auf jeden Fall mal Removal aus dem Raus. Ich möchte noch Karten ziehen. Nächste Runde vielleicht Leon Hands. Reicht mir schon, wenn ich auch Karten ziehe.
ist ein bisschen viel Schaden, den er da hat. Ich befürchte, den werde ich nicht überleben. Schauen wir mal. Hat er nur 2 extra Schaden? Das kann gut sein, dass er den hat. Braucht er nicht viel. Okay. So, ich befürchte, irgendwie komme ich gerade mit Anything Can Happen nicht so gut weiter. Ich werde jetzt mal zu einem Facehunter greifen, um da mal ein bisschen Gas zu geben. Sonst geht es in die 5 Tage nicht aus. Das wird es jetzt wirklich nur schaffen wollen. Vielleicht steige ich auf Rang 5 nochmal auf Anything Can Happen und probiere es dann nochmal. Aber jetzt muss ich da mal ein bisschen Gas geben. Let the hunt begin. Nicht gern Einser Drops. Das schaut schon besser aus. Gleich Vollgas los. Und schon Eule. Okay. Okay, 2 Egelhornbow. Schauen wir, was ich noch nachziehe. Okay, dann machen wir es so. Bin mal gespannt, ob der einen roten Giant Diner hat. Und was zum Taunt geben. Ansonsten geht jetzt schon ziemlich low. Also nächste Runde hätte die 2, 5, 7. 10 Schaden. Ich werde es auf jeden Fall mal so spielen. Zumindest hat er so nur mal 2 Leben und kann nicht live tappen. Um nach irgendeiner Lösung zu suchen. Aber ich glaube, er hat die keinen. Also, am Molten Giant hätte er vorher auch schon gespielt. Reno hätte noch einen Kinder. Na gut. So.
wieder Answer Drops. Wir kriegen einen Answer Drop. Ich glaube, der Spieler wird mit Scientist. The light protects me. Wrong Infiltrator. Ich glaube, der Mad Scientist ist mir sogar lieber. Na, das passt eigentlich schon ganz gut so. Zwar traden, aber man muss ja aussuchen, wer einer von den beiden traden will. I'll never tell. Not on my Ich lege jetzt Kleid hin. Weil ich möglicherweise den da gleich noch was drauf kriege. Je nachdem wie er es macht mit den Secrets und mit dem Mad Scientist. Nichts gemacht. Interessant. Die Waffen benutzen wir noch nicht. Ich versuche natürlich so laut zu kriegen, wie es noch geht. Was für Secret hat er? Ich würde mir sagen, wir schauen, was in unserem Animal Companion drinnen steckt. Leok. War das jetzt so gescheit, dass ich ein Animal Companion gespielt habe ohne Kill Command dafür? Da geht auf 9. So. Okay, es ist Competitive Spirit. Hätte jetzt einen Knife Chuckle gespielt, hätte er den nur traden können, deswegen wollte ich das nicht machen. Dann hätte er alle drei weg traden können. Ich habe ein bisschen Angst gehabt von Competitive Spirit. Hat er noch 4 Schaden? Ah, okay. Na gut. Hätte vielleicht der Doppel traden sein. War zu riskant. Ich meine, bei mir wäre ein Beardrap drinnen gewesen,
Also wäre sicher Beer Trap drinnen gewesen. Ich hätte Erm auf jeden Fall aufgehalten. Die Frage ist nur, ob ich sonst nächste Runde einen killed hätte. Und ich glaube, das wäre sie nicht ausgegangen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Rexha versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Das nehme ich. Wahrscheinlich einfach ein Sylvan Recruit. Da kann man nicht alle auf einmal killen, waren dann erst nächste Runde. Zwei der Animal Companions wären in Ordnung, einer nicht. So ein Bär wäre jetzt schon nett. The light does not discriminate. No. Hat mein Explosive Trap geklaut. Okay, ist ein Mystik. Pfui. Schau mal, wie wir dann durchkommen. Den Silence Man. Das Blöde ist nur, die Eule stirbt jetzt leider. An der Explosive Trap. Den Knife Chuckler lege ich noch nicht, den tradet er einfach mit seinem Sludge Belcher. Engaging TC-130, mental dislocation. Our work is paramount. Leave me alone. Kann Drachen in der Hand. Kein Golem möchte man nur in der Hand behalten für ein bisschen Burst. Also wenn der Leppernom stirbt, geht er auf 9. Ich habe jetzt nur 6 Schaden in der Hand. Wenn er nur 3 Schaden gibt, dann war es das.
sei denn, er kann sie nur irgendwie heilen oder einen Taunt legen. Ich habe einige Sachen, die 3 Schaden machen. Zum Beispiel das. Kill Command hat gereicht. Dieser Schuss für 3. Rexha versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Let the hunt begin. Hätte gern unser Drops. Ich schaue gerade nebenbei, ob ich das wieder hinkriege, dass ich da meinen Deck-Track wieder drin habe. Deck-Track auch wieder da. Machen wir mal ein bisschen Druck. Wobei das jetzt vielleicht der Fehler war, dass ich den Worgen Infiltrator gespielt habe, weil ich nächste Runde dann 3 Mana habe, aber nur 2 spielen kann. Und dafür wird es da die Coin ausgeben. Der ist leider unangenehm. Wenn ich den zweimal hack, na, ich gehe lieber auf ihn. Vielleicht triff ich jetzt den. Das ist blöd. Aber da muss man durch. Wir gehen Face. Okay, ein Twilight Drake. Schaden auf ihn, solange er noch nicht so viele Karten gezogen hat. Nächste Runde haben wir wieder 5 Mana Shavers, also mehr Scientist plus Leopard und plus Schoss. Okay, er räumt nicht ab. Das, die Clay Suka ist jetzt allerdings sehr praktisch. Und genau auf ihm macht dazu.
Nächste Runde würde ich 6. Naja, egal. Wann aber was für 0 Mana spielen würde, dann kann es sowieso machen. Die Frage ist, ob er sich nochmal heilen kann. Wenn wir jetzt noch Explosive Trap da liegen. Sechs, acht. Vier, sechs, acht, elf, das reicht noch nicht. Ich könnte... Ja, das geht sich nicht aus. Ich greife ihn natürlich an, sollte nämlich einen Iglanbau ziehen. Wird das reichen? Den Quickshot behalte mal nur auf, um gegebenenfalls nur Karten zu ziehen. Vielleicht ist es ein Fehler. Jetzt bin ich noch Bear Trap. So, das wären 3, 6 Schaden, das würde wieder nicht reichen. Face. Also 5 Schaden habe ich in der Hand. Der eine Schaden. Was soll da schon passieren? Hätte den Quickshot früher gespielt, da hätte er jetzt keine Karten mehr ziehen können. Mensch. Also seit ich da den Decktracker abgedatet habe, zeigt mir die irgendwie die Sachen immer richtig an. Natürlich update ich den, bevor ich zum Video machen anfange. Klasse, mache ich das. War leider kein toller Start bei mir. Was habe ich denn jetzt eigentlich weggetan? Ich bin gerade am überlegen, habe jetzt gerade voll den Blödsinn weggegeben bei der Starthand. Das kann nämlich gut sein. Ich glaube, da waren sogar Answer Drops drin, oder? Was habe ich denn da gemacht? Offensichtlich nicht nachgedacht. Das war echt schlechte Hand, die da hat. Ein Mana-Totem. Das muss ich sogar killen.
Fusive Sergeant, dann ping den weg. Kostet der haben 2 Mana. Und mir 2 Schaden. Ich glaube, das ist okay. Dafür krieg ich vielleicht einen Zug mehr. Zug von mir ist meistens mehr als 2 Schaden. Elemental muss auch weg. Schaut echt schlecht aus. Also ich weiß gerade nicht mehr, was ich alles weggelegt habe am Anfang, aber ich glaube, es war ein Fail. Ich befürchte, die Waffen-Attacks brauche ich noch. Ich hätte jetzt einen Leeroy vielleicht sogar spüren sollen, wenn ich eher Explosive Trap da habe. So, recht viele Runden habe jetzt nicht mehr Zeit. Wenn man einen Fireball hat, weiß das sogar schon. Nächste Runde. Vier, acht, neun plus irgendein Spell. Sieben plus Fireball wird erreichen, wenn ich jetzt den da zum Beispiel noch kill. Und an Leroy Jenkins. Das hat mir jetzt viel Schaden gekostet. Aber ich liebe wahrscheinlich die Runden noch. Das waren jetzt 9 Schaden. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall was wegschießen müssen. Eigentlich den 2-4 hätte ich auf jeden Fall killen müssen, weil ich irgendein Spell schon ausgereicht hätte, dass ich dann halt 2 Schaden mehr kriege. Es sei denn, er trifft natürlich einen von meinen gestellten Sachen. Das ist leider der falsche. Wenn mein HV ist, ist er nicht ausgegangen. Das gibt's ja nicht, dass ich zur Zeit so bald lang 9 stecken bleib.
wie gesagt, ich glaube, ich habe zuerst irgendeinen Mist weggegeben. Im Kopf irgendwo anders war. Das soll jetzt eigentlich schneller gehen, nicht langsamer. Lifechakler wird es wahrscheinlich nicht überleben. Den werde ich jetzt killen müssen. Oder? Ich kann ihm jetzt 6 Schaden machen. Wieder einiges an Leben. Und ich glaube, das passt schon an Ermels Tag. Recht viel Zeit hat er nicht mehr mit meinem Leroy Jenkins. Es sind 6 Schaden. Beartrap ist auch noch da. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Auf jeden Fall bringt mir das einiges für einen Lichte Hand. Aber er kriegt jetzt leider wieder recht viel Armor. Ich hoffe, er greift mir an. Wäre sehr gut für mich. Oder nett gemacht. So. Das sind 5, 7, 8 ausreichend. Sehr gut. So. Rexa versus Medivh. Let the games begin. Mage. Aber hätte der Warrior vorhin mit seinen Armor Smith das Schild runtergenommen statt mit der Weapon? Hätte er 2 Leben mehr und ein Armor mehr. Und hätte es vielleicht sogar noch überlebt. Flame Juggler. Ja. Möchte 1er Drops und ich suche aggressiv danach.
du bist ready, ich bin Libra. Kurve schaut jetzt nicht so schön aus. So ein lauter Karten in meiner Hand, die mir jetzt nicht so gefallen. Ich könnte jetzt einen Igelhornbow spielen und dafür nicht schießen. Dafür mache ich einen Schaden mehr. Allerdings ist ein Igelhornbow Charge weg. Nächste Runde kann ich mit Coin, Steady Shot und Igelhornbow 5 Schaden machen. Ich hätte wieder eine Runde Steady Shotted. Mittlerweile leider auch schon viel Schaden liegen. Jetzt hat er 10 Schaden. Wenn ich jetzt Worgen, Bear Trap, Schuss mache. Das ist nicht so toll. Arcane Schuss. Das ist auch nicht so toll. Unleash the Hounds. Ich glaube, ich mache morgen Bear Trap Schuss. Aber wenn er es auslöst, kriegt zumindest den Bären. Er hält ein bisschen an Schaden ab, beziehungsweise gibt er mal einen Charge für den Igelhornbow. Interessanterweise hat er mit dem angegriffen, das heißt, er kann jetzt das Secret dann nicht rausholen aus dem. Vielleicht, ja, wahrscheinlich überlebt das mein Wolf nicht. Das war nicht schön für mich. Das reicht nicht. Mit einem Lichterhauen überlebe ich es auch nicht. Im Kahnfeuer überlebe ich es. Oder? Also, erm killen kann ich ohnehin nicht. Ich kann lediglich das machen. Möglicherweise eine Runde überleben. Wenn halt gar nichts wird. Wahrscheinlich oder mehr als gar nichts.
Jetzt kriege ich ihn nicht tot. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Hier ist Sergeant. Lepernom ist mein Lieber. Ist jemand injured? Von denen spüren, das ist eigentlich schlecht. Das ist eine Bear Trapper Option. Macht jetzt genau gar nichts, wenn ich einen Lepernom oder einen Abusive Sergeant spüre. Und jetzt greift er halt nur nicht an. Aber ich habe zumindest meinen Mana nicht verschwendet. Weiß nicht, ob sie das ausgezahlt hat. Wir verschwenden die wahrscheinlich nächste Runde mehr Mana. Shadow World Pain, oder? Okay, oder nicht? Vielleicht killt er die jetzt. Ist mal recht. Recht ist nicht, aber das könnte sein. Gut, das ist auch nicht so wichtig. Das war okay für mich. Schnell Soul Priest plus ein Circle of Healing kann er, glaube ich, keine vier Schaden, also keine einzelnen Schaden auf die Rolle machen. Sei denn, hat man Explosive Trap gezogen. Die Explosive Trap wäre da drinnen. Wieder richtig an. Fools. So, jetzt eine Falle für den Igelhornbau, dass der vielleicht nochmal einen Charge kriegt. Es lebt da einer von meinen zwei Einsern noch und kann vielleicht nochmal Schaden machen. Dafür wird jetzt einen Schaden vom Igelhornbau weniger auf den Gegner gemacht. Damit Argent Horse Rider reinhacken können. Was habe jetzt der Charge kriegt? Kommt Holy Mode, oder?
Aber das ist trotzdem in Ordnung. So. Ist zwar vom Mann nicht so schön, aber Knife Juggler jetzt ist stärker wie eine Runde später. Das ist jetzt nicht schlecht für mich, weil er sie jetzt nicht heilen kann. Könnten nur angreifen. Sollte Taunt kriegen. Ist es ein bisschen besser. Greifen wir an. Vielleicht ziehe ich ja nächste Runde noch meinen Igelhornbow. Sofern das überhaupt relevant ist. Also Falle kann er schon mal keine mehr ziehen. Eule, um seinen eigenen zu silenzen könnte. Dann war es das wohl. So. Drops. Kein Einser-Drop. Und auch keinen gezogen. Schlecht. Schieß auf den White Walker. Yay! Den mir auf 2 runtergehen. Okay, man schaut ihn näher. Ich glaube, es ist nicht relevant, ob der 2 oder 3 hat. Der hat vielleicht der Death Coil, das kann schon sein. Oder er schießt drauf. Das ist vielleicht doch relevant. Tja. Habe ich gut gemacht. Ich hoffe jetzt mal, dass er keinen +1/+1 Geber hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass er davon ausgeht, dass das Explosive Trap ist. Yay! Treffer! Versenkt! War sehr effektiv. Lepanum war jetzt sehr gut nachgezogen. War genau das, was ich gebraucht habe. Thank you.
Das gefällt mir nicht so wirklich. Was er da jetzt macht. Von was für einer Falle er da jetzt ausgeht. Wenn er von einer Explosive Trap ausgeht, möchte er vielleicht zuerst mit dem Void Walker tauschen und greift nachher erst in. Okay. Das ist gut. Jetzt habe ich nämlich ein Beast. Und mache extra Schaden. 5, 11, 13, 15 Schaden. Sehr gut. So, unterbrechen wir wieder. Bis später.